Herzlich willkommen zur 7. Ausgabe von Auf die Überholspur, dem Fragenblock der Fahrschule Alpenland. Heute haben wir eine spannende Frage, die wird uns immer wieder gestellt, auch wenn Kunden am Telefon anrufen und um eine Auskunft bitten. Nämlich die Frage, darf man in Österreich mit dem B-Führerschein einen Anhänger ziehen? Ich glaube, das ist eine der kompliziertesten gesetzlichen Regelungen, die wir in der Straßenverkehrsordnung haben, sorgt auch immer wieder bei der Computerprüfung für Probleme. Grundsätzlich darf man in Österreich leichte und schwere Anhänger ziehen, auch mit dem B-Führerschein. Was ist jetzt ein leichter Anhänger? Ein leichter Anhänger ist definiert als ein Anhänger bis zu einem höchst zulässigen Gesamtgewicht, das steht im Zulassungsschein, von 750 Kilogramm. Ob der Anhänger jetzt beladen oder nicht beladen ist, spielt keine Rolle. Im Zulassungsschein steht drinnen, höchstes zulässiges Gesamtgewicht 750 Kilogramm. So einen Hänger darf man eigentlich immer dazu hängen. Außer das Zugfahrzeug wäre sehr, sehr leicht. Man müsste jetzt nämlich das Gewicht, das der Hänger momentan hat, das kann man auf einer Waage ermitteln oder schätzen. Ja, manchmal hat man auch so Ladezettel, wo genau draufsteht, wie schwer die Beladung ist. Dann weiß man, das Eigengewicht plus die Zuladung wäre jetzt das tatsächliche Gesamtgewicht von diesem Hänger. Dieses tatsächliche Gesamtgewicht müsste man mal 2 nehmen und das müsste kleiner sein als das Eigengewicht plus 75 Kilogramm, das Eigengewicht des Zugfahrzeuges. Also es ist wirklich so, gerade wenn ein leichtes Fahrzeug VW ab zum Beispiel, ich weiß nicht, ob der überhaupt einen Hänger ziehen darf, einen leichten Hänger zieht, dann muss man aufpassen. Aber mit jedem Auto, das also mehr als 1400, 1500 Kilogramm Eigengewicht hat, darf man eigentlich immer einen leichten Anhänger ziehen. Ein bisschen komplizierter wird es dann schon beim schweren Anhänger. Ein schwerer Anhänger ist definiert als ein Anhänger mit einem höchst zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 750 Kilogramm. So ein schwerer Anhänger muss zumindest auflaufgebremst sein und muss auch einen Unterlegskeil mitführen. Bei dem schweren Anhänger muss man jetzt wieder die beiden Zulassungsscheine hernehmen. Man nimmt den vom Zugfahrzeug, den vom Hänger und sucht in beiden Zulassungsscheinen das höchst zulässige Gesamtgewicht, also vom Zugfahrzeug und vom Hänger. Diese beiden höchst zulässigen Gesamtgewichte zählt man zusammen und da darf man in Österreich, um mit dem B-Führerschein zu fahren, nicht mehr als 3500 Kilo erreichen. Es spielt wieder bitte keine Rolle, ob der Hänger beladen oder unbeladen ist. Es gibt dann noch eine zweite Einschränkung, die besagt, dass das, was der Hänger momentan wiegt, darf also nicht schwerer sein als das höchst zulässige Gesamtgewicht vom Auto. Das wird man im Normalfall nicht zusammenbringen. Aufpassen muss man dann noch auf die Anhängelast. Die Anhängelast gibt nichts anderes an, als was der Autohersteller sagt: Lieber Autofahrer, bitte bei meinem Auto häng nicht mehr als so und so viel Kilo hinten dazu. Wenn wir zum Beispiel den Skoda Octavia nehmen, den wir auch in der Fahrschule haben. Der Skoda Octavia hätte ein höchst zulässiges Gesamtgewicht von 1960 Kilogramm. Das heißt, wenn man nachrechnet, könnte man hinten auf 1540 Kilogramm höchst zulässiges Gesamtgewicht beim Hänger kommen. Beim Skoda Octavia steht dann auch im Zulassungsschein Anhängelast gebremst, 1600 Kilogramm, also in dem Fall wird das kein Problem sein. Wenn jetzt stehen würde 1400 Kilogramm Anhängelast gebremst, dann könnte man diesen Hänger mit 1540 Kilogramm, erinnere dich, schon dazu hängen. Ich darf ihn aber nur bis 1400 Kilogramm beladen. Also ja, man darf mit dem B-Führerschein leichte und schwere Anhänger ziehen, man muss bei den Gewichten einfach nur ein bisschen aufpassen. Ich hoffe, ich habe das jetzt so halbwegs vernünftig erklärt. Wenn du noch Fragen hast, bitte her damit. fragen@drivecademy.at oder fragen@alpenland.co.at oder schick uns eine WhatsApp an 0677 640 29700. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Bis dahin, gute Fahrt und schön rechts fahren.